Ja, Alexei und Yonki sitzen hier gerade. You guys, you sing as well in your comedy or in your performance. Who is the singer from you guys? He has a very high-pitched voice, but he doesn't look like a lady, but inside of him, he's very feminine. So you made us very curious. I think whole people from Berlin wants to listen now to his falsetto. Is that right, Berlin? Now you can't say no. Yonki, give us a taste from your counter-tenoring falsetto. Well, Andreas Scholl is, of course, quite a hard act to follow, but I don't know if he could sing Beatles like this. She's got the ticket to ride. She's got the ticket to ride. That's good. We're going to have a lesson later with Andreas. Thank you very much, and we're going to see you guys later as well. Denn wir sind wieder bei zwei alten Bekannten. Sie waren auch schon mal hier in der Achte Lounge und sie werden uns jetzt ein Stückchen von Wolfgang Amadeus Mozart präsentieren. Viel Vergnügen! Sorry, Entschuldigung, excuse me. Können wir das heute in A-Dur spielen? La Majeure? Nein. Nee, das ist Mozart alla Turca in A-Moll, deshalb können wir das auch nicht in... Yes, I know that, but... Regarde, schau mal, wo wir sind. This is Arte Lounge, man. You know, Arte Lounge, here, l'ambiance, l'atmosphère, Stimmung ist mehr positiv, you know, it's plutôt more cool, relaxed, you know. You know what? The feng shui here is A-Dur. Come on, La Majeure, come on, let's play it, come on. Yeah. Sorry. Non, c'est mieux, mais il faut que ça soit, you know, it needs to be mehr oriental. mehr Turkish, Arabisch, sort of Jewish, Indian, Hispanic, Asian, Chinese. Yeah? You know, like yin yang, tai chi, sing tao, ping pong. Ich verstehe nur Bahnhof, also ich keine Ahnung, was... Okay. Dein Haar. Mein Haar? Ja, yeah. Dein Haar. Was ist mit meinem Haar? No, die Note Haar. Ah, die Note Haar, okay, ja. Yeah. You play, ja? Ja, ja. C'est trop hoch. C'est zu hoch. Yeah? So hoch? Ja, yeah. You're feeling them up here. Aha. No. Ich möchte, dass deine Haars sind tiefer. Okay. Ouvre ton chakra. Open your chakra. Oh. Nein, dein chakra ist hier. Ja, yeah, go on, open. Ja, yeah, lass die Energie fließen. Ja, yeah, let the energy flow. Ja, yeah, that's beautiful. Now, open your mouth wide. Ja, yeah, now, streck die Zunge raus. Put your tongue out. Ja, yeah, that's it now. Breathe in. Deep. Ah. In again. Profondément. Yes, that's it. That's it, great. Yeah. Tut mir leid, so ein Blödsinn habe ich in meinem Leben noch nie. Okay, alright, okay, calm down. Okay, alright, okay. Just spiel einfach ein B statt dem H, okay? Also ein BH. B. Also, B, okay. Ja, yeah. Go on. Yeah. Toujours, yeah. That's it. Oui, that's it. Breathe. Yes.
No, no, don't clap, don't clap. You're such an idiot. I'm B. I'm B, yeah. Danke sehr. Danke. Jetzt spielen wir noch ein Lied aus meiner Heimat, aus Russland. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to carry on, and saw your back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just a second you'd be back to bother me, go, no, go! Walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You saw that crumble? You saw that lay down and die? Thank you.
softly, yeah! Hier, Jungs. It's just water. Dankeschön. Alexei, it's nerve-wracking. Und wie war's? Was denn? Wie war's? Was? Wunderbar. Ihr sprecht fantastisch Deutsch, das habe ich schon mitgekriegt. Französisch sprichst du fantastisch, auch Englisch. Wir werden jetzt auf Deutsch weitersprechen. Wie seid ihr auf diesen Quatsch gekommen? Du, в принципе, первый раз, когда мы это... Давай. Also, Ja, wir haben uns kennengelernt eigentlich mit 12 Jahren. Also ich war 12 und er war auch 12. Ja. Und das passte einfach. Genau. Es war Liebe auf den ersten Blick. Es war Hass auf den ersten Blick. Als wir uns kennengelernt hatten, also... Ernsthaft jetzt? Na, ohne Schmäh. Also wir haben uns gehasst, wir haben uns geschlagen. Naja, ich habe ihn geschlagen eigentlich mehr. Die Russen wieder. Ja, wir gingen in die Yehudi-Menuhin-Schule und eines Tages kam er hinein... In London. Ja, genau. Mit einer Portion Fish and Chips. Und in einer englischen Boarding School, das ist ungefähr genauso viel wert wie Gold. Also das Essen so grauenhaft war. Und seit dem Moment waren wir befreundet. Und wir hatten viele verrückte Ideen gehabt und jetzt sind wir hier. Und hat euch die klassische Musik nicht gereicht? Oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, Klassik und Comedy miteinander zu verbinden? Naja, die Sache ist so, wir lieben klassische Musik, aber wir haben immer gefunden, dass irgendwie Konzerte, normale Konzerte sehr oft sich mehr anfühlen wie Begräbnisse von der Atmosphäre. Und das hat uns irgendwie nicht gefallen. Wir haben uns gedacht, bringen wir doch frische Stimmung, andere Stimmung, Humor in den Konzertsaal und so sind wir mit unserer Show A Little Nightmare Music gelandet. Ja. Ihr seid jetzt gerade auf Tour und wart Silvester in Wien und da habt ihr einen Weltrekord aufgestellt. Was war das für ein Weltrekord und was ist so die Geschichte, die dahinter steckt? Alors, c'était un world record pour the most amount of dancing violinists in the world. Tu sais, qu'est-ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait des violonistes qui ont volé à leurs frais eux-mêmes de l'Australie, de Qatar, de la Canada, juste pour nous joindre le 31 décembre, pour célébrer avec nous. Alors, c'était super, c'était une grande fête. Und sag nochmal, wie viel waren es insgesamt? 100 Tänzer, also 100. Violine spielen und Tanzende in gleichzeitig. Gleichzeitig, oui. In Wien. Und dafür seid ihr jetzt im Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden. Applaus